Was passiert denn jetzt, Alter? Ach du Scheiße. Alter, wollen die mich trollen oder was? Das sind doch Zombies, oder? Aber die haben irgendwie so Special-Anzüge an. So, moin Leute und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Zombie Army 4 Dead War. Ich spiele die Kampagne weiter und spiele heute das Kapitel Fleischkühler. Falls ihr die anderen Folgen verpasst habt, könnt ihr die gerne nochmal auf meinem Kanal nachschauen. Und ansonsten würde ich sagen, let's go. They can be shut down. There's another one forming over a resistance black site in Sardinia. So, weiter geht's. Our chief occultist, Ephraim Schweiger, is on the ground gathering data. But we just lost radio over the whole Schweiger. Region. Ephraim Schweiger? Secure Schweiger's intel and then Schweiger. Stop that hellstorm. Sardinien. Ja, Sardinien ist ja eine Insel, ne? Jo, gucken wir doch mal. Oh, Wald ist aber nicht so mein Fall, Alter. Schauen wir doch mal, was uns im ersten Abschnitt alles so erwartet. Duck, 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 duck. So. Herausfinden, wo Schweiger ist. Schweiger und sein Team sind unterwegs zur Basis. Okay. Achso, hier ist ja wieder meine Werkbank. Da könnte ich mal gucken. Wieso habe ich denn schon wieder diese Kiste hier? War das schon immer so? Ja, ich glaube nur. Schon noch. Upgrades. Upgrades. Ja, Level 20 muss ich da erst sein. Aber da unten kann ich eins machen. Oder das hier kann ich auch machen. Sprengradius. Genauigkeit. Achso, Kontrolle. Machen wir mal das. Kann ich auch hier was machen? Natürlich nicht. Ja, da muss man immer irgendwas finden. Und das habe ich gerade nicht. Ich nehme gleich mal meine andere Knarre. Guck mal schnell, was hier drin ist. Aber wie das genau funktioniert, dieses Wechseln, habe ich glaube ich immer noch nicht rausbekommen. Gut, Medikit haben wir. Sehr gut. So, dann würde ich mal sagen, let's go. Los geht's, raus gehen wir. Okay, ich muss da hin. Kann ja mal gucken. Ich muss mich erstmal wieder an diese Steuerung gewöhnen. Ich habe schon wieder ein paar Tage nicht gespielt. Ja, hier ist irgendwie gar kein Zombie, so wie es aussieht. Ach doch, hier. Dann. So, dann komm mal her hier, Freundchen. Ich muss natürlich immer gucken, wo diese Viecher herkommen hier. Habe ich ihn jetzt umgerannt? Ull. Dumm. Ich guck mal schnell hier rein, was es hier so gibt. Weil man kann ja auch noch so Sammelsachen, Sammelsachen sammeln. Da ist irgendwas auf dem Tisch. Da hängt ein Poster. Ich weiß gar nicht, kann man das abnehmen? Das sieht nicht so aus. Auf jeden Fall höre ich ein Viech. Zack. Ja. So, da gucke ich auch noch mal rein. Vielleicht kann ich da irgendwas finden, was ich eventuell gebrauchen könnte. Von diesem Sammelkram. Ja, der sieht ganz schön tot aus, der Typ. Der hat sich hier verbarrikadiert und ist dann wahrscheinlich überrannt worden. So, weiter geht's. Gucken wir doch mal. Ah, da sind sie schon hier. So, jetzt kann ich Zeitlupenschuss machen, wenn ich will. Hä? Was war das denn? Ui. Oh, verstanden, kleiner Zombie. So. Kann man hier rein? Kann man. Aber erst wenn die draußen sind. Junge.
So, jetzt habe ich noch irgendwas. Achso, das ist wahrscheinlich dieser... dieser Finish-Move. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, Alter. Kann ich hier nicht rein? Lol? Doch. Die Mucke ist auch geil. Jetzt habe ich irgendwas gefunden. Jetzt habe ich irgendwas... Ich bin hier rumgerannt und habe die ganze Zeit X gedrückt. Und jetzt hat er irgendwas... Irgendwas hat er aufgenommen. Gar nicht mal so schlecht. Hä, kann ich da auch landen? Oder kann ich da zurück? Gucken wir mal, was hier ist. Hier ist nochmal eine Hütte. Nochmal eine Hütte. Ah ja. Was war das? Eine Tür oder was? Ist hier sonst noch irgendwas? Ja, eigentlich habe ich gar nicht so auf die Collectibles geschaut, aber vielleicht ist es doch nicht so schlecht, da nochmal genau hinzugucken, dass man die gleich hat. Ich habe mir sagen lassen, die Platin soll gar nicht so schwer sein. Also ihr wisst ja, dass ich die Platin immer versuche zu holen. Und ja, soll gar nicht so schwer sein. Ach du Scheiße, schnell weg. Uiuiui. Glück gehabt. Munition knapp. Oh, er schreit schon wieder irgendwas. Ist da Munition? Alter. Alter, wie viel kommen denn da noch? Oh nein. Alter, 4, 5, 5, 6. Alter, jetzt muss ich aber schnell mal. Oh, jetzt. Ja, super. Das ist ja doof. Da ist einer. So, der hat mir das Leben gerettet, der Typ. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht nochmal hier hochgehe. Ist hinter mir was? Nee. Zack. Alter, wie viel kam denn da eben rein? Aber ich habe die irgendwie gehört. Die haben die ganze Zeit geschrien. War natürlich blöd, dass ich da nicht handeln konnte. Dass ich in dem Haus war. Vielleicht hätte ich die erstmal killen sollen. Mein Problem ist auch, dass die Munition knapp ist. Und ich ja erstmal Munition ein bisschen brauche. Aber wo gibt's denn hier Munition, Alter? Scheiße. So, dann gucken wir doch mal. Ah, hier ist Munition. Ja, super. Den zerstampfen wir nochmal. Da gibt es wahrscheinlich nochmal ein bisschen Munition. Sehr gut. Ja, jetzt habe ich ein bisschen was. Zwar nicht viel, aber besser als nichts. Jetzt gucke ich hier nochmal rein. Da ist was. Ködergranate. So, da rennen die da hin. So, Rennen ist ein bisschen übertrieben. Die schleichen ja aktuell sehr. Was ist denn das hier, Alter? Ui. Da kann ich nicht hoch. Also ein bisschen Munition wäre mal geil. Naja, gucken wir mal, was hier so ist. Ja, ein paar Zombies. Nicht der Rede wert. So. Zombie-Tötungsmaschine. 2000 Zombies habe ich schon getötet. Ja, moin. Das ist so ein Erfolg. Ein Erfolg. So, jetzt würde ich gerne mal hier so ein Ding da reinschmeißen. Hä, passiert da irgendwas? Also irgendwas schmeiße ich zwar, aber irgendwie habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass die da, dass die verrecken irgendwie, die Viecher. Na gut. Dann halt nicht. So, hier kann man nochmal einen Trampler machen. Und da auch. Gibt es da wenigstens Munition, Alter? Es wäre mal geil, wenn ich mal ein bisschen mehr Munition aufnehmen könnte.
Anstatt diese Popelzeuche immer. Aktuell habe ich 90 Schuss noch. Aber das ist nicht wirklich viel, ne? Da liegt noch Achso, Leiche zerstampfen. So, ist hier irgendwas zum Sammeln? Ich sehe halt auch nichts, ne? Sieht nicht so aus. Gut, dann halt nicht. Dann gehen wir weiter. Gucken wir hier. So. Ich bin ja der Zombie-Slasher. Nummer 1, trefft euch hinter den Palisaden im Wald. Was sind denn Palisaden, Alter? Diese Dinger hier? Sind das Palisaden? Folgt Schweigers Spur durch den Wald. Wo ist denn Schweiger überhaupt? Oder wo ist die Spur? Okay, ich höre was. Junge, wie kann ich denn hier... Also, ich habe es noch nicht rausbekommen, Alter. Ich muss jetzt noch mal gucken, wie ich hier, wie ich hier diese Granaten auswähle. Einfach zu blöd dafür. Bin einfach zu blöd dafür. Takedown. Bam. Ja, gib mal ein bisschen Energie. Gar nicht mal so schlecht. Kann ich noch einen Takedown machen? Oder war es das? Das war's. Gut, dass der mich nicht getroffen hat. Bam. Bam. Hä? Irgendwas ist hier. Junge, die werden immer wieder wiederbelebt, die Viecher. So, dann gucken wir mal hier noch rein. Munition, ich dreh durch, geil. So, und was ist da drin? Irgendwas Tödliches steht da. Naja. Füllen wir gleich nochmal auf, wegen dem 4-Schuss. Na, hier ist auch nichts zum Sammeln. Aber die Häuser sind halt immer gefährlich. Dass da eventuell was ist, da oben kann ich nicht rauf. Gut, dann gucke ich mal da drüben nochmal rein, weil da muss ich ja sowieso lang. Da ist was. Eine Notiz, okay. Junge, da schreit schon wieder irgendwas. Man weiß natürlich nie, was für Zombies kommen. Hier wurden ein paar Köpfe geköpft. So, dann gehe ich nochmal hier hoch. Junge, hier muss doch irgendwas sein. Achso, hier ist was. Okay. Ich höre zwar was, aber ich sehe nichts. Wo soll denn hier einer sein? Da oben? Da oben ist bestimmt irgendwas, aber was da genau ist, ja, keine Ahnung. Da kommen sie. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wie ich da... Das ist Schießen. Das ist Anvisieren. Aber wie ist denn... Ah ja, das ist der... ultimative... Slasher-Move. Warte mal, mal was ausprobieren. Ah, scheiß drauf. Ja, das geht auf jeden Fall. Lebt da noch einer? Ich hör mal was, aber ich sehe nichts. Der lebt noch. Der lebt noch. Da hinten ist noch einer. War ich in dem Haus schon drin? Ich glaube ja, ne? Ja. Die werden hier alle wiedergeboren, die Viecher, Alter. Zack, zack. Ich guck die ganze Zeit, ob hier auch irgendwas zum Sammeln ist. Was ist denn das dann? Eine Puppe? Mal die abschießen. Alright. Und jetzt? Den killen oder was? Das war wahrscheinlich irgendein Geheimnis, was man auch sammeln kann. Gut, das Geheimnis habe ich auf jeden Fall jetzt gesammelt. So. Pfeil zeigt nach da. Da oben konnte man auch irgendwie rauf, oder? Das sah auf jeden Fall so aus. Guck mal, da ist irgendwie...
Nee. Das ist wahrscheinlich doch kein Durchgang, sondern das ist ein Pfeil. Hier werden schon wieder Viecher freigesetzt, Alter. Alter, der hat eine Waffe gehabt. Junge, wo ist denn Schweiger? Schweiger, wo bist du? Oh, der hat ein Midi-Pack. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Hat er das jetzt aufgenommen? Ich habe auch mal gedacht, der macht das alleine. Ey, müssen wir da X drücken oder was? Bruder. Oh, was denn jetzt? Ach so, jetzt wurde das Tor erst aufgemacht. Lul. Ich habe gedacht, ich kann da einfach durchgehen. War wohl nicht so. Kamen erst die Zombies und dann konnte ich durchgehen. So, jetzt aber. Ist hier noch irgendwas? Nicht so aus. Schweiger ist auch irgendwo verschollen. Folge Schweigers Spur durch den Wald. Immer noch. Ja moin. Was hat er denn für Schmerzen, Alter? Wo ist er denn? So. Das ging ja schnell. Was liegt denn hier so rum? Kann ich da direkt hoch oder muss ich da wieder irgendein Halligalli machen? Gucken wir mal. Oh, guck mal, der bewegt sich schon mal ein bisschen schneller hier. Ich versuche die mal zusammen zu trainen. Alter, ich habe immer noch nicht gerafft, wie ich hier diese Waffen, dieses Waffenrad ausrüsten kann. Weil dann könnte ich die Trophäe versuchen mit diesen 20 Kills auf einmal. Dafür muss ich die nur irgendwie hier zusammenbekommen. Am besten, ja, jetzt sind sie eh schon ganz gut zusammen. Ich renne einfach ein bisschen im Kreis und dann gucke ich mal. Die werden sich ja gleich hier mal in der Mitte versammeln, denke ich mal. Guck mal hier. So. Zack. Weiß geschafft. Sieht nicht so aus. Naja, beim nächsten Mal. Weil mehr kommt da auch nicht. Aber das war echt gerade eine gute Sache. So, haben wir ein bisschen Energie. Kostenlos. Lol. Was sind die denn, Alter? Junge, steht noch ein Panzer. Kann ich den benutzen? Nee. Zack. 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 Was haben die denn da? Was sind denn das für Kreuze? Hä? Da waren so komische Kreuze. Keine Ahnung, was das heißt. Naja. So, von da bin ich gekommen. Und hier ist auch noch irgendwas. Eine Schranke. Aber hier kann ich, glaube ich, nicht lang, oder? Nee, hier ist nichts. Man denkt immer, da ist irgendwas. Hier steht irgendwas mit Tod. Aber da ist dann nichts. Gut, dann gehen wir mal weiter. Gucken wir mal, was da sonst noch ist. Lol, was war denn das für ein Move, Alter? Den habe ich ja noch gar nicht gecheckt hier. Echt, ich weiß nicht, Alter. Was soll man denn? Emote. Ja, super. Emote. Jetzt hat er was ausgerüstet. Aber ich würde gerne mal dieses Waffenrad haben. Zombies töten, um Blutsiegel zu brechen. Okay, das habe ich wahrscheinlich schon geschafft, so wie es aussieht. Lul. So, ich guck mal hier rein. Hier kann ich nichts machen. Ja, die ganzen Zombies habe ich schon gekillt. Hier ist auch nichts. Da vorne ist irgendwas. Nehmen wir mal mit. Dann haben wir hier nochmal Munition. Machen wir auch. Eventuell kommt ja gleich irgendwie so ein krasser Move hier. So, hier ist schon wieder irgendwas. Kann man da was machen?
Da ist ein Kopf drin. Nee, geht nicht. Ja, keine Ahnung. Hier ist nichts, auch nichts zum Sammeln oder so. Die italienische Flagge hängt da. Dann gucke ich doch mal. Man denkt halt immer an jeder Ecke ist irgendwas. So. Gut. Da lang, da sind schon wieder die Zombies, die ersten. Oh. Panzer incoming. Okay, da sind drei Zombies rausgefallen und jetzt? Schießt er jetzt auf mich oder was macht er? Zerstöre die Halbketten-Zombie-Bedrohung. Wie zerstöre ich denn die? So bestimmt nicht, oder? Der fährt da irgendwo rum. Muss ich mal abchecken. Oh, da ist schon wieder irgendein. Da oben ist schon wieder irgendein Kack-Zombie, Alter. Wenn er richtig auf den Sack geht. Junge! Hinter mir ist irgendwas. Scheiße! Ich muss ja erstmal ein bisschen aufräumen hier, Alter. Bevor ich hier weitergehe. So, kann man einen Takedown machen? Ja. Sehr gut. Energie for free. Energie for free. So. Da kommt noch einer. So, jetzt gucke ich mal. Ah, wir sind getroffen. Cool. So. Den haben wir weg. Oh. Ja! Wo ist denn dieser Kackpanzer jetzt hin hier? Wie mache ich den kaputt? Einfach rufballern oder was? Oh oh. Vielleicht, wenn er hinten aufmacht, irgendwas reinschmeißen oder so. Wenn er mal anhält. Keine Ahnung, Alter, wie ich dieses. Munition knapp, Alter. Cool. Ja, ich habe keine Ahnung, Alter. Munition, gab's die da hoch irgendwo? Oh, ja, das war's schon wieder. Da hinten schießt schon wieder jemand mit Maschinengewehr. Das muss ich mal gucken. Ansonsten gehe ich nochmal schnell zurück und hol mir die Munition. Gibt's hier noch irgendwas? Junge, wie kann ich denn dieses Teil da kaputt machen? Ich gehe nochmal kurz zurück und hole mir mal Munition. Ich hoffe, ich komme in den Bunker noch rein. Ja, geht noch. So, hier war doch noch irgendwo Munition. Scheiße. Achso, hier war's. Genau. So. Da ballert doch einer, Alter. Irgendwie haben die es auf mich abgesehen, hier die Kollegen. Und nicht nur die Kollegen, Alter. Uah, Hilfe! Bruder, was ist denn hier los? Machen wir erstmal so ein Ding hier. Und ein bisschen Energie bekommen. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Panzer zerstören kann. Da muss ja irgendwo was rumliegen oder so. Und dann diese ganzen Viecher hier, Alter. Auch geil, ey. Auch geil.
So, da ist eine Wiederbelebungs-Dingsel. Weil der Panzer, der schießt ja auch. Damit habe ich ja auch nicht gerechnet. Vielleicht ist hier hinten irgendwas. Aber ich glaube, ich muss hier mit diesen Granaten irgendwie... Hä? Toll. Rangaufstieg. Ja, geil. Ach, hier ist noch eine Kiste. Ist da was drin? Leuchtpistole. Was mache ich denn damit? Tot, tot, tot. So, hier hinten ist was zum Hochsprengen, habe ich gesehen. So, gleich bin ich tot. Jawohl. Oh, ich habe ihn geschafft. Lol. Geil. So, jetzt brauche ich mal einen Zombie für einen, für den hier. Damit ich mal ein bisschen Energie bekomme. Die anderen Viecher sind mir scheißegal. 10 Viecher muss ich killen, dann kann ich da so einen Move machen. 2. Nimmt hier denn noch 10 irgendwo? Hier sind noch ein paar Granaten, sehe ich gerade. Oder irgendwas. Junge, ich muss nächstes Mal muss ich echt die Anleitung studieren, wie man hier dieses Rad aufmacht, Alter. Das war es auf jeden Fall nicht. Hier ist wieder der Anfang, oder? Von hier komme ich doch. So, da hinten muss ich hin. Wo der Stern ist. Da gehe ich jetzt einfach mal hin. Ah, hier sind noch ein paar Zombies. Cool. Zombies sind gut, Zombies sind gut. So. Kann ich hier rein? Vielleicht gibt es hier irgendwas. Guck mal, da ist noch eine Kiste. Eine Kiste. Wobei die Kiste mir gar nicht mal... Die brauche ich gar nicht mal. Ich brauche eher so Sammelsachen, Geschichten. Gut. Ich gehe jetzt einfach mal da hin und guck mal. Vielleicht bin ich ja da schon, weil ich bin ja eigentlich durch den Wald durch. Was gibt's hier noch Schönes? Öffne die Sprengtüren. Was war da drin? Nichts. Munition voll. So, dann öffnen wir mal die Sprengtüren. Irgendwelche Vorschläge, Bruno? Nehmt den hydraulischen Kanister. Ach so, den soll ich jetzt auffüllen. Alles klar. Und natürlich wie alles so Zombies. Ja, moin. Ich gehe jetzt einfach mal vorbei, weil die nerven mich, die Viecher, Alter. Die sind eh mega langsam, von dem her. Sollen sie mal kommen? Sollen sie mal. So. Und jetzt? Ist der jetzt voll oder was? Warte, bis das Wrack leer ist. Achso. Also das mit dem... Okay, das war eine Leuchtpistole. Aber ich habe keine Ahnung, was diese Leuchtpistole genau macht. Null! Alter, achso! Da ist dann Halligalli, Alter. Da krieg ich Unterstützung von oben. Junge, das gibt's doch nicht. Wo haben die denn alle die Waffen her? Oh, Alter. Da muss ich aufpassen, ey. Bei diesen Selbstmördern. Schon wieder einer. Aber die haben immer Munition, das ist immer das Gute daran. Wo ist denn der hier? Hauen kaputt. So. Jetzt habe ich eigentlich gedacht, dass ich schon wieder hier den Special Move machen könnte. Aber es war nicht so. So, jetzt gehe ich zur nächsten Station. Hinter mir ist schon wieder ein Selbstmörder, oder? Ja.
Ja, und ich bin fast tot. Ui. Hau rein, das Ding da. Jetzt brauche ich irgendwie mal so ein Takedown. Ansonsten bin ich gleich der Takedown hier. Was ist denn das denn, Alter? Was hat denn der da beschworen? Kann ich schon einen Takedown machen? Was ist denn hier so ein Zombie? Komm doch mal ran hier. Also ich höre es von allen Seiten, aber ich sehe irgendwie nie was. Was ist denn das für einer eigentlich? LOL, Alter. Alter, was geht denn hier ab, ey? Ich bräuchte sehr dringend mal so einen Takedown. Sonst ist hier gleich Rally-Mally, Alter. So, ist er tot? Keine Ahnung. Gibt's hier nicht nur irgendwo Munition? Oder... Ja. So, hau mal hin, das Ding da. Ich hab gesagt Munition. Eigentlich meine ich ja nicht Munition. Ich meine eigentlich Zombies. Ah ja. Oh oh. Geil. Waren es alle? Null. Kann ich schon einen Takedown machen? Weiß ich nicht. Einen noch. So, jetzt kann ich einen Takedown machen. Aber sicher nicht bei dem. Voll die Eier geschossen, Alter. So, jetzt probiere ich es mal mit der Handfeuerwaffe. So. Dann komm mal ran hier, Kollege. Dann machen wir mal kurz einen Takedown, damit ich noch ein bisschen Energie wieder bekomme. So, und dann noch ein bisschen Munition. Alter, ich bin gleich tot hier. Mal aufpassen. So, 30 habe ich wieder. Das reicht aber nicht. Eieieiei. So, jetzt brauche ich trotzdem erstmal Energie. Ansonsten bin ich jetzt gleich hier am Arsch und kaputt. Okay, Munition habe ich. Und da ist noch einer. Jetzt hat sich's wieder zurückgesetzt, Alter. Warum auch immer. Gibt's hier nicht irgendwo so ein Medipack oder was? Welches ich mitnehmen könnte? Medipack? Medipack, wo bist du? Ich brauch dich. Weil sonst kommen da gleich die Viecher, Alter. Machen mich fertig. War's das? Ach, das war's schon. Ja, geil. Ja, dann aber schnell jetzt. Bevor doch noch irgendwelche anderen Viecher kommen, Alter. Hab gar keinen Bock drauf. Ich habe hier auch nirgendwo ein Medipack gesehen. Ach, hier war Munition. Ach so, Pistolenmunition war das. So, hau rein da. Oh, ja, ein Glück. So. Was passiert denn jetzt, Alter? Ach du Scheiße. Alter, wollen die mich trollen oder was? Das sind doch Zombies, oder? Aber die haben irgendwie so Special-Anzüge an. Ach so, warte mal. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Aber ein bisschen hier.
Den können wir ja so killen. Ein paar Granaten. Und dann haben wir noch die hier. So, geht schon. Wir halten vielleicht einiges aus, aber auch nicht so viel. Guck mal hier. Wunder. Zack. Zack. So geht das. Easy. So, hinter mir ist nichts. Ach doch, da. Aber warte mal, hier mal mein anderes Gewehr. Geht ein bisschen besser. Da verrecken die gleich, die Viecher. Mit der... Ja. Zack. Zack. Easy. So. Puh. Alter, ich bin immer noch ganz schön am Zittern hier, ne? Wegen der... Weil ich habe hier kein Medipack und nix, Alter. Da hinten soll ich hin. Aber bevor ich da hingehe, brauche ich unbedingt irgendwie ein Medipack oder irgendwas. Was war das denn, Alter? Was soll ich mit dem Teil? So ausgemacht war das jetzt aber nicht hier. Medipack brauche ich, Leute. Naja. Gucken wir mal hier, ob hier noch irgendwas ist. Das Problem, diesen Takedown kannst du halt nur machen, wenn du 10 Frags hintereinander hast. Und hier ist halt gar nichts, ne? So, da soll ich lang. Ist hier noch irgendwas? Nee. Naja, gucken wir mal hier weiter. Also hier hat sich irgendjemand runtergeschleppt. So, Schweiger. Guck mal doch mal, ob Schweiger dahinter ist. Kapitel abgeschlossen. So Leute, dann würde ich sagen, ich beende die Folge für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet auch gerne beim nächsten Mal, wo es genau hier weitergeht. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo, Like und Kommentar da. Das würde mir sehr helfen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.